Hey Christoph, warum hat der Kronkorken überhaupt genau 21 Zacken? Mein Name ist Christoph und das ist eine Minute Bier. Es gibt tatsächlich einen technischen Grund, warum ein Kronkorken immer eine genau ungerade Anzahl an Zacken haben muss. Und zwar werden sie in einer Schiene in Richtung des Kapselaufsetzers geführt. Und wenn er eine gerade Anzahl an Zacken hat, also oben und unten jeweils mit zwei Zacken in der Schiene aufsitzt, verkantet er sich leichter. Das passiert bei drei Zacken nicht. Dazu gibt es übrigens von der Sendung mit der Maus ein ganz tolles Video. Ich verlinke es euch im Kontext. Ah, genau. Danke. Prost. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.